und herzlich willkommen zurück zu Lecker Schmecker Küchenfee. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr habt die Backrezepte schon fleißig ausprobiert, denn heute wird gekocht. Ja, ich tue nicht nur süßes Essen, ich esse nicht den ganzen Tag nur irgendwelche Plätzchen, um Himmels Willen. Nein, in der Regel gibt es bei uns ein warmes, leckeres Mittagessen. Und da ich heute frei habe, habe ich auch ein bisschen Zeit zu kochen und dann darf es heute auch mal etwas ein kleines bisschen aufwendiger sein, wobei ich das Rezept eigentlich nicht sehr aufwendig finde. Es eignet sich vor allen Dingen super zum Vorkochen und auch Einfrieren. Was wir brauchen, ist ein Kürbis. Ich habe am Samstag zum Glück noch einen Kürbis im Bioladen bekommen, weswegen ich doch noch mal kochen kann. Dann brauchen wir Möhren und wir brauchen Ingwer und wir brauchen ein verdammt scharfes Messer. Weil jeder, der mit Kürbis schon gearbeitet hat, weiß, wie schwer es ist. Ja, was habe ich vor? Ihr werdet euch denken können, es ist eine Karotten-Kürbis-Ingwer-Suppe. Ich liebe das in der Jahreszeit. Die ist schön scharf und würzig. Und vor allen Dingen alle, die so ein bisschen Probleme mit Erkältungen und Co. haben, es treibt euch alles aus. Vor allen Dingen, wenn ihr noch ein bisschen Knoblauch reintut. Wir lieben Knoblauch, wir arbeiten sehr viel mit Knoblauch. Und ja, deswegen muss das auch heute drin sein. Kleiner Tipp zum Thema Kürbis. Viele scheuen sich ja auch so ein bisschen vom Kürbis, weil es ein bisschen schwer zu handhaben ist. Ich tue ihn vorab immer schon ein bisschen in den Ofen rein und schon mal etwas weich werden lassen. Nicht zu weich, aber so ein bisschen. Umluft 150 Grad, ungefähr so 20 Minuten und dann auskühlen lassen. So kommt er ein bisschen leichter durch, weil ich bin jetzt auch nicht irgendwie Superwoman und krieg sonst die Kürbisse hier gehackt. Also, als erstes Kürbis teilen. Ihr merkt, es ist trotzdem immer noch etwas schwierig. Aber jetzt funktioniert das. Dann einen großen Löffel nehmen und den Kürbis einfach aushöhlen. Ihr könnt die Kerne natürlich auch gerne aufbewahren, anrösten, für das Rezept weiterverwenden. So, so verfahren wir jetzt auch mit der zweiten Hälfte. Wir schneiden alles in kleine Stücken, sodass es wunderbar durchkochen lässt, Ich nehme euch jetzt wieder mit auf den Zeitraffer. Also nicht wundern, ich erkläre gleich wieder weiter. So, jetzt ist der Topf schon wieder voll mit Kürbis. Kommen wir zu den Möhren. Ich tue Möhren eigentlich nicht schälen. Wenn sie so aussehen wie diese, also wirklich super gut, frisch und alles, braucht ihr sie in der Regel nur noch abspülen und einfach klein schneiden. So ist meine Meinung. Man kann sie natürlich gerne schälen. Ich finde es unnütz, wenn ich sehe, dass die Möhren gut aussehen. Ich hoffe, ihr habt alle einen großen Topf, weil ihr seht, selbst mein wirklich großer Suppentopf ist randvoll. Also ich glaube, davon können wir mehrmals essen. Jetzt kommen wir zum Ingwer. Einfach schön ein Stück von der Ingwerwurzel abschneiden, so scharf und würzig, wie ihr es eben mögt. Den Ingwer schälen und auch den einfach in kleine Stücken schneiden. So. Ich tue noch zwei Knoblauchzehen mit dazu. Wie gesagt, das kann man sich entscheiden, ob man es mag oder nicht. Bei Bedarf einfach weglassen. So, okay. Der Großteil der Arbeit ist schon geschafft. Das waren jetzt, ich gucke mal kurz auf die Uhr, 10 Minuten, das alles zu schneiden. Okay, den Kürbis noch kurz in den Ofen tun. Aber ich würde sagen, das geht alles relativ schnell. Was wir jetzt noch brauchen, ist natürlich Wasser, damit das Ganze auch ein bisschen ankochen kann.
So, ich tue jetzt mal so 1,5 Liter Wasser ungefähr auf den großen Topf und gieße bei Bedarf dann noch nach. Noch ein bisschen Pfeffer und Salz dazu. Aber das Fein abschmecken und würzen, das machen wir dann einfach im Anschluss, wenn das Ganze soweit geköchelt hat. So. Und dann darf das Ganze jetzt einfach auf dem Herd. Wie lange lasse ich es ungefähr kochen? Ich denke so 1/2 Stunde. Ihr guckt einfach, diese Zutaten müssen relativ weich sein, sodass ihr das Gefühl habt, mit dem Pürierstab könnt ihr das Ganze komplett klein machen. Aber ich denke, da habt ihr genug Erfahrung selber. Und ansonsten einfach ausprobieren und mit der Gabel reinstechen. So, die 1/2 Stunde ist jetzt um. In der Zeit, also es ist natürlich echt ein Rezept, was ihr auch früh morgens machen könnt. Weil in der Zeit, während die Suppe kocht, könnt ihr euch vorbereiten, frühstücken, was auch immer, duschen gehen, weil die Suppe kocht von alleine, da müsst ihr nicht daneben stehen. Also es ist halt auch echt ein Rezept, was ihr mal morgens machen könnt, wenn ihr die Ruhe und die Zeit dazu habt und sowieso immer ein bisschen vor der Zeit aufsteht. Okay, dann geht es weiter. Wir brauchen jetzt einen Pürierstab. Wenn ihr keinen Pürierstab habt, aber eine Küchenmaschine, könnt ihr das auch gerne umfüllen in die Küchenmaschine. Auch das ist gar kein Problem, geht wunderbar. Nur mein Topf ist schon versaut und ich habe einen Pürierstab, also nehme ich lieber den. Mein Schneiderassistent hat gesagt, ich brauche euch nicht vorwarnen, dass es laut wird, weil auch das ist ein Zauberstab. Der macht die Zeit nämlich schneller. Also bis gleich. Guck danach, dass alles soweit klein ist, dass keine großen Stücken mehr sind. Ihr könnt es entscheiden, wollt ihr das eher breiig haben, wollt ihr das eher wirklich wie eine Suppe zum Löffeln haben. Da ist eigentlich eure Kreativität keine Grenze gesetzt. Wenn es euch zu fest und zu breiig ist, macht ihr einfach noch einen Schluck Wasser rein. Ich mache jetzt noch zum Abschluss ein bisschen Kokosmilch rein. Wir beide einfach Kokosmilch sehr mögen. Witzig, ne? Kokos mag ich gar nicht, aber Kokosmilch ist lecker. So. Okay, dann werde ich das Ganze jetzt noch einmal eine Runde rumpürieren, dass das alles schön verteilt ist. Dann abschmecken und dann natürlich würzen. Perfekt. Dann einen Löffel und kosten. Mal doch ein bisschen Licht noch von oben anmachen, weil da die Sonne jetzt auch noch von vorne kommt, stehe ich, glaube ich, komplett im Halbschatten hier. Okay. Ich zeige es euch ganz kurz, dass ihr es seht. Auch wirklich Kürbissuppe gekocht habe und nicht irgendwie, keine Ahnung, Linseneintopf. Also schmeckt jetzt schon super lecker. Ich haue jetzt noch ein bisschen Salz und Pfeffer dran, rühre noch einmal um und dann würde ich sagen, kann man es sich schmecken lassen. Was dazu super gut passt, gerade wenn man es in der Herbstzeit macht, ist ein leckeres Maronenbrot, aber auch irgendwie ein leckeres Vollkornbrot oder ein Kürbiskernbrot passt da auch natürlich richtig gut dazu. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Jetzt mal so Minutenverlauf im Ganzen, ihr bekommt es ja immer so ein bisschen im Zeitraffer, ist das ganze Schnippeln 10 Minuten und jetzt dieses ganze Pürieren 5 Minuten mit 1/2 Stunde Kochzeit. Seid ihr dann nach Adam Riese bei 1/3 Stunde. Wow, es klappt noch. also ihr braucht ungefähr 1/3 Stunde. Wenn ihr natürlich den Kürbis noch vorbereitet, indem ihr ihn in den Ofen tut, seid ihr so bei 1 Stunde, 1 Stunde 15. Geht gut vorzubereiten, habe ich schon erzählt, geht auch eine Weile aufzubewahren im Kühlschrank, geht aber auch super gut einzufrieren und dann einfach portionsweise rausholen, nochmal warm machen im Topf und genießen. Also, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Was ich das nächste Mal koche oder backe, kann ich euch ehrlich gesagt noch nicht verraten, weil ich weiß es noch nicht, wann ich Zeit habe, wieder ein schönes Video für euch zu drehen. Bis dahin freue ich mich natürlich auf eure Reaktion. Ich freue mich über jeden Klick. Wir sind jetzt aktuell bei 468 Klicks in 8 Tagen. Das finde ich toll. Super, danke. Bitte verteilt es weiter, bitte verbreitet es weiter an alle eure Freunde, Familie und sonst wen und wer mich noch nicht abonniert hat.
abonniert mich und ansonsten auch bei Facebook die Möglichkeit, unter Leckerschmecker Küchenfee findet ihr mich auch. Also, bis ganz bald, eure Schuscha.